answer you any questions you might have in the language that you are speaking. This demo will be held in German, but like I said, please join us after the demo and get in touch with our team. Ja, verehrte Gäste, wir sind jetzt gerade in Aktion. Wie schon erwähnt, den S650 und den S450, diese Kompaktlader. Ich will aber schnell zwei, drei Sätze zu diesem S650 sagen. Sie sehen diesen einen Aufkleber auf der Seite 1 Million. Von diesem Skidsteer, von diesem Loader, von diesem Ladermodell wurden mittlerweile über 1 Million Maschinen weltweit verkauft. Also ein richtiger Billionseller im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir werden uns gleich mal anschauen, wie dieser kraftvolle Kompaktlader vor genau 54 Jahren ausgesehen hat, als so die ersten Maschinen dieser Art vom Band gelaufen sind. Zwei, drei Informationen vielleicht noch vorab zu Doosan selbst. 1896 im koreanischen Seoul als ganz, ganz kleines Unternehmen gestartet. Mittlerweile ein globales Unternehmen, ja, rund um Infrastrukturunterstützung. Was bedeutet sich dahinter? Zum einen mal baut Doosan ganze Industrieanlagen, Maschinen, Schwermaschinen, aber natürlich auch die Baumaschinen. Und die sehen wir gerade hier in Aktion. Zu diesem S450 erzähle ich nachher noch ein bisschen was. Widmen wir uns ganz kurz vielleicht den beiden Herren hier in der Mitte, Robby und Robin. Und ich hatte erwähnt, wir drehen das Rad der Zeit mal um 54 Jahre zurück und sehen jetzt hier eine der ersten Kompaktlader aus dem Hause Bobcat. Damals noch mit dem Melrow-Aufkleber. 1958 haben ja die Gebrüder Melrow die Firma Bobcat gegründet. Und deshalb sieht man an dieser einen Seite hier noch diesen Melrow-Aufkleber. Ja, die beiden trennen also 1 Million an Stückzahl. Dieser Kompaktlader 1 Million Mal verkauft. Das ist, wie gesagt, eines der ersten Modelle hier vorne aus dem Jahre 1952 müsste das gewesen sein. 62, Verzeihung, aus dem Jahr 1962. Und hier eben unser aktuellstes Modell, der S650. Ich habe es erwähnt, 58, die Firma Bobcat gegründet, damals schwerpunktmäßig im landwirtschaftlichen Bereich zu Hause. Und dieser Oldtimer, den wir hier sehen, 62, das Baujahr, wie gesagt, 54 Jahre ist er alt. 99% Originalteile, restauriert von seinem Fahrer übrigens, von Robby Bosch, der hier in einem fast Original-Outfit der damaligen Zeit diese Maschine operiert. Einzylinder Deutz-Motor ist da drin, 13,5 PS. Gut, ist nicht gerade ein Tier-6-Motor, ich gebe das zu, aber dafür ist es ja eben auch ein Oldtimer. Und wer übrigens über das Restaurieren von alten Baumaschinen ein bisschen fachsimpeln möchte, der ist herzlich eingeladen, im Anschluss gleich mit Robby Bosch noch ein bisschen zu plaudern. Denn der kennt sich auf diesem Gebiet hervorragend aus und freut sich auf andere, ja, Aficionados, die sehr gerne alte historische Baumaschinen fahren oder eben auch restaurieren. Letzter Kommentar noch zu dieser alten Maschine, zu diesem 54 Jahre alten M444. Das war übrigens eine der ersten Maschinen, die hier in Europa vom Band gelaufen sind. In Southampton war das nämlich, in England. Und mittlerweile ist doch der Weltmarktführer bei diesen Kompaktmaschinen. Ja, werte Gäste, ich darf Sie nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Es ist etwas voller geworden hier bei uns am Bauzaun. Nicht mehr ganz so sonnig wie gestern Vormittag. Aber Gott sei Dank auch nicht mehr ganz so regnerisch und stürmisch wie gestern Nachmittag. Das war wirklich schon abgefahren, was hier abging am Nachmittag, als plötzlich der Orkan loslegte. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir sind mittendrin in einer Präsentation hier von einigen sehen lassen. An dieser Stelle mantramäßig nochmal die Einladung an Sie, im Anschluss noch ein bisschen bei uns zu bleiben. Wir haben hier Gewehr bei Fuß an den einzelnen Maschinen, jede Menge Kolleginnen und Kollegen, die im Anschluss natürlich mit Ihnen noch ein bisschen plaudern möchten über Ihre Erfahrungen, vielleicht sogar rund um Doosan und Bobcat Baumaschinen. Was fanden Sie klasse, was fanden Sie vielleicht ja noch nicht so optimal? Wir freuen uns auf Ihr Feedback, bleiben Sie also bei uns und unterhalten Sie sich mit unserem Team. Like I said, this team is an international team, so if you don't speak any German, you might wonder what we're talking about the whole time here during this demo. Please join us at the booth and we're going to help you in the language that you are speaking, Japanese, Korean, Chinese, English, Spanish, Italian, whatever language, whatever country you're from, whatever language you speak. So, wir machen oben weiter jetzt zunächst mal hier in diesem sehr, sehr kleinen, kompakten Münchner Mehrfamilienhaus. Sie kennen die Immobilienpreise hier auf dem Markt, deshalb ist es etwas kleiner aufgefallen. Aber das ist wunderbar, weil so kann der Kollege Robby Bosch oben im E20 zeigen, wie
wunderbar er auf engstem Raum hier arbeiten kann, in Innenräumen, in Gebäuden oder eben hier in unserem kleinen simulierten Rohbau. Wir sehen sehr schön den Zero House Swing, wenn er gleich nochmal mit angezogenem Ausleger hier dreht. Da steht nichts über, da eckt nichts an, wenn er hier in diesem Gebäude, also mit diesem Zero House Swing, also diesem Null, fast Null Überstand hier drehen kann. Ein Hinweis vielleicht auch nochmal, Stichwort enge Räume, arbeiten im Gebäude. Der einfahrbare Unterwagen, der verringert die Breite dieses E20 auf unter einem Meter, was das Arbeiten, wie gesagt, in begrenzten Räumen, in Gebäuden ganz wunderbar möglich macht. Ein Satz vielleicht noch schnell zum Ausleger oder zum Anbaugerät vielmehr. Wir haben hier einen Greifer angebaut und wenn er jetzt hier diesen Baumstamm aufnimmt, wir sehen das, kann er den wunderschön auch zum Einheben von Flächen verwenden zum Beispiel. Also der Kreativität sind mit diesem Greifer keine Grenzen. Vielen Dank, Robby, aber wir schauen jetzt mal auf den hier in der Mitte, den E85. Und der präsentiert uns sehr schön jetzt gerade seinen Verstellausleger. Dieser Bobcat E85 ist ein Kompaktbagger mit Kurzheckbauweise und 8,1 Tonnen Betriebsgewicht. Damit ist er der größte Kompaktbagger in der Bobcat-Familie. Ja, was kann so ein Verstellausleger? Zwei, drei Sätze vielleicht noch dazu, die Profis von Ihnen werden das wissen. Der schneidet natürlich weitaus besser ab als ein sogenannter Standardausleger oder Monoausleger. Sie haben einen viel größeren Arbeitsbereich, sie haben eine größere Reichweite, sie haben eine größere Ausgriffhöhe. Und ich glaube, das zeigt er uns jetzt auch, wenn er hier mit dem angezogenen Verstellausleger so ein bisschen dreht, ganz genau. Sie könnten in unmittelbarer Maschinennähe graben. Sie haben die Möglichkeit, auf engstem Raum zu manövrieren. Und auch noch erwähnenswert, bevor er jetzt gleich da hinten wieder parkt, mit so einem Verstellausleger haben Sie eine weitaus größere Hubkapazität. Sie können also mehr heben, weil eben das Gegengewicht gegenüber der Standardausführung nochmal um 400 Kilogramm schwerer ist. Also ein weiteres Plus hier für diesen Standardausleger. Für diesen Verstellausleger. So, mein Gott. Im Gegensatz zum Standardausleger, wie gesagt, hier nochmal 400 Kilogramm mehr an Gegengewicht bei diesem Verstellausleger. So, als nächster ist vorgefahren der DX190, ein Mobilbagger, 3,5 Tonnen Ultrafutter, zeigt er uns jetzt gleich nochmal, ganz egal, was Sie mit dem vorhaben, ob Sie im Straßenbau aktiv sind, ob Sie im Grabenaushub gerade irgendwas vorhaben, ob Sie Material brechen wollen, ob Sie eine Baustellenvorbereitung machen wollen, ob Sie Fundamente legen wollen, Einrichtungen installieren, also völlig wurscht, dieser DX190 ist überall gerne mit dabei, ist für jeden Job zu haben und kommt übrigens mit seinen 36 Stundenkilometern sehr schnell von einem Projekt zum anderen, ist auf der Baustelle schnell und überall einzusetzen, kommt überall hin und das vor allem auch sehr schnell. Wie gesagt, 36 km/h bringt er uns auf die Baustelle. Hier sehen wir sehr schön, wie die 3,5 Tonnen hier gehoben werden, überhaupt kein Thema. 3500 Kilogramm steht wieder 1. Sie können sich übrigens diesen DX190 auch so konfigurieren, wie Sie ihn brauchen. Ganz nach Wunsch, einfach oder Zwillingsbereifung, Monoblock oder Verstellausleger. Sie können ein Planierschild haben, Sie können Stabilisatoren haben, Sie können die Katzen eben noch dazu bestellen, verschiedene Anbaugeräte. Also alles ist möglich, alles ist konfigurierbar, alles ist für Sie zu haben. Bis auf die rosa Kette da vorne. Die ist eine absolute Bauma 2016 Sonderausfertigung. Ich habe sie vergessen gehört. Bin dran. Wie gesagt, einmal. Ein Hinweis gleich noch, wir haben es gerade gesehen, diese 3,5 Tonnen hier beim Stempel. Ein Kollege macht das noch hinzuweisen auf die Rohrbruchsicherung, das ist ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Falls doch mal, wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber es könnte ja mal passieren, Worst Case, ein Hydraulikschlauch platzen sollte, dann ist natürlich ganz klar, da geht das Sicherheitsventil zu und der Ausleger steht, nichts kann passieren. Großes Plus an Sicherheit, diese Rohrbruchsicherung. So, wir widmen uns jetzt noch an diesem T450, ich hatte es erwähnt, ein Rauchlader. Und wir haben diesen Unterwagen, dieses T450 hier, mit einer extrem bodenschonenden Gummikette ausgestattet. Dieser Unterwagen belastet fertiggestellte Oberflächen wirklich nur ganz, ganz minimal, mit gerade mal 0,4 Kilogramm auf dem Quadratzentimeter. Also der hat Motor von gerade mal 0,4 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Und damit ein
eigentlich der Platz mit über Rollplätze, Spielplätze, Rasenflächen. Da kann man also ganz wunderbar arbeiten. Bevor wir jetzt hier diesen Kraftflächen weitersetzen auf diesen Kraftflächen, legen wir die zwei Richtungen mit beiden vorwärts, rückwärts. Der ist jeweils 25 Grad nach links und rechts ausstellbar. Und weil er direkt runter hat, dieser Kraftflächen, gibt es auch überhaupt keine Probleme mit Ketten oder Ritzeln. Also ganz entspanntes Arbeiten mit diesen Kraftflächen, den Sie vorne ganz links oder rechts sehen, je nachdem, wo Sie stehen. Ja, jetzt sind wir in die Regierrechte auf. Wir sehen vorne eine ganze Reihe von Abbaugeräten, SW-Geschirr, 4-in-1-Schaufel, ganz banale Palettengaben ist mit dabei. Das soll ein kleiner Ausschnitt sein, der weit über 100 Abbaugeräte, die es aus dem Hause Bochberg mittlerweile gibt. Da ist für jedes Projekt etwas mit dabei. Und ein schönes Beispiel ist auch hier gerade zu sehen, dieses BS, diese Wheelsaw, dieses Abbaugerät hier, diese Radsäge. BS vorne steht für Wheelsaw. Bei der kriegen wir es auf 45 cm Schneidtiefe, Sägetiefe, muss man eigentlich genauer sagen. Und die gibt es in weiteren Ausführungen. Wir haben die noch in 60 und auch in 80 cm Sägetiefe. Diese Wheelsaw. Diese Radsäge, die gefüllt wird, eines völlig ganz egal, ob Sie vorhaben, da bekommen zu sehen, ob Sie Asphalt sehen wollen, Rohre, ganz egal, Säge dann runter und durch. Hallo Jonas? So, ich mache hier Platz, sonst werde ich hier noch gegradet von unserem T77. Die 450 hier mit dem Nivellierrechen hat alles wieder schön gerade gemacht, wunderbar, was uns der Kollege mit der Radsäge hier reingefräst hatte. Ja, ich habe es erwähnt, jetzt steht schon ein weiterer Kollege seine Runden, Robby nochmal in T77. Auch das ein gutes Beispiel für ein weiteres, etwas ausgefallenes Anbaugerät. Die Fachleute haben es bereits erkannt, es ist ein Grader. In diesem Fall hier ein 3D-Grader mit diesem Triple-Aufsatz. Gibt es auch als 2D, als 3D, wie gesagt, das Blatt hier. Aber wenn Sie es ganz genau haben wollen, gibt es das Ganze auch nochmal als Ultraschallgrader. Also da sind auch alle Möglichkeiten drin, 2D, 3D oder eben Ultraschall, um dieses Grader-Anbaugerät hier bei uns mit beiden Objekten zu beziehen. So, jetzt wird schon wieder mit einem aus Brüssel gearbeitet mit dem DX140, ein Mobilbagger und damit auf den Regierenden Ausleger befestigt. Bei diesem DX140, bei vielen anderen Maschinen, die wir mit auf die Bauma 2016 gemacht haben, haben wir verschiedene Leistungen nochmal erhöht: Grableistung, Hubkraft, Geschwindigkeit. Und bei vielen verschiedenen Kraftstoffverbrauch auch nochmal gesenkt. Also das schont das Budget und natürlich auch unsere Umwelt. Und so soll das sein. Eine ganze Menge mehr an Innovationen haben wir mitgebracht dieses Jahr auf die Bauma. Und deshalb nochmal die Einladung im Anschluss, einfach das eine oder andere Gerät, die eine oder andere Maschine noch ein bisschen genauer und im Detail kennenzulernen. Wenn Sie sich für Anbaugeräte interessieren, ich habe ja gerade gesagt, über eine Anbaugeräte, das ist ein paar, haben wir noch mitgebracht, sind wir mit in Teil der Baustelle, sind wir ganz in der Nähe. Ich sehe hinter dem Teil der Baustelle auch Carsten, das ist der Profi rund um Anbaugeräte, der macht da hinten sofort den Link. Also wenn Sie irgendetwas wissen möchten, rund um das Thema Anbaugeräte aus dem Haus Rocket, dann nehmen Sie an und Carsten, er gibt Ihnen sehr gerne alle Informationen zu diesem Thema. So, last but not least haben wir jetzt noch den T3620 SL hier im Einsatz. Da hinten die Südkorallette natürlich völlig problemlos in unserem Rohbau. Da haben wir ein Einzelrund, das eine maximale Hubhöhe von 12 Metern hat erledigt. Und das löst auch so ein bisschen dieses Kürzel auf hier auf der Seite. Man weiß ja natürlich schon, wie auch diese ausgefallenen Maschinen haben. T3620 SL. Das T, das steht für Teleskoplader, die 120 in 12, in diesem Falle für die 12 Meter maximale Hubhöhe. Das S, das steht für die Stabilisatoren, das sind diese beiden Kratzen da vorne, diese ausstellbaren Füße. Das sind die Stabilisatoren. Das L, das steht für Leveling. Man kann nämlich diesen Teleskoplader, wenn man das möchte, um 3,5 Grad nach rechts und 3,5 Grad nach links leveln.
Man sollte vielleicht noch eine Sache erwähnen zu diesem Teleskop. Ja, du hast ein Jahr Standardgarantie ab März. Finde ich das interessant für alle die, die mit einem Kauf eines solchen Teleskops da das geben wollen. Also 3 Jahre Standardgarantie ab März hier bei Kopf. Bevor unsere Fahrer Sie gleich nochmal geschenkt, ich habe erwähnt, 2 kleine Geschenke, was das sein wird.